Hey Leute, willkommen bei Pandido und unserer Bob der Bademeistergeschichte. Badehose geklaut. Mal sehen, was passiert. Hui, endlich beim Schwimmbad angekommen. Heute ist so ein heißer Tag, da kommt mir so eine Abkühlung gerade recht. Und ich kann direkt auch meine neue Badehose vorführen. Na gut, dann gehe ich mich mal umziehen. Ach, ich freue mich so, endlich mal wieder schwimmen gehen und dann auch noch mit meiner neuen Badehose. Okay, noch schnell umziehen und dann kann's losgehen. So, dann wollen wir mal. Hoffentlich guckt keiner. Okay, meine Badehose, wohin? Häng die mal schnell über die Tür. So, jetzt raus aus den Klamotten. Okay, die stopfe ich mal in den Rucksack. So, und noch eincremen. Mama hat gesagt, das ist wichtig. Dam, da, dam, da, da, da. Ach, ich freue mich so aufs Baden, das wird so gut. Boah, es ist schon so heiß hier. Okay, so, fertig. Gut, jetzt brauche ich natürlich noch meine Badehose. Hä, was, was? Wo ist meine Badehose hin? Hä, ich habe sie doch eben über die Tür gehangen. Hä, wo ist sie denn? Ist sie einfach runtergefallen? Hier nicht? Hier auf der Seite auch nicht? Das gibt's doch nicht. Ist sie vielleicht draußen? Nee, auch nicht. Okay, aber sie kann ja nicht weit sein. Ist keiner da gerade. Ich glaube, ich gehe mal schnell gucken. Die muss ja hier irgendwo sein. Ach Mann, wo ist sie denn? Wo ist meine Badehose? Das gibt's doch gar nicht. Ich kann hier nicht nackt rumrennen. Na, vielleicht ist sie ja noch im Rucksack und ich habe mir nur eingebildet, dass ich sie über die Tür gehangen habe. Ich schaue einfach nochmal nach. Okay, so, mal gucken. Hä, was? Wo ist denn jetzt mein Rucksack hin? Das gibt's doch nicht. Wer klaut denn hier meine Sachen? Oh Mann, jetzt habe ich überhaupt nichts zum Anziehen. Ich brauche dringend ein Handtuch oder sowas. Hilfe! Oh Gott, was mache ich denn nur? Ich kann doch hier nicht nackt rumlaufen. Wie peinlich. Was mache ich denn? Ah, da liegt ein Handtuch. Oh, zum Glück. Oh Mann, auch noch rosa. Wie peinlich. Hoffentlich sieht mich niemand aus der Klasse. Na gut, jetzt suche ich erstmal meine Badehose und dann kann ich hoffentlich schnell schwimmen gehen. Oh, das war die beste Idee aller Zeiten. Du kannst den ganzen Müll aus dem Schwimmbecken fischen, ohne selbst baden zu müssen. Und das macht auch noch so viel Spaß. Hui. Ich werf jetzt den Ball, aber geh noch ein bisschen zurück. Du bist viel zu nah bei mir. Okay, mach ich. Wow, hey, pass doch auf, Bob. Ups, sorry, tut mir leid. Oh Mann, na gut, los Saskia, ich bin frei. Wirf rüber. Bob, was machst du denn da? Was? Au, oh. Hallo Malermeister, ich säubere das Becken und... Oh nein, Sebastian. Oh je, das tut mir leid, Junge, das wollte ich nicht. Warte, ich rette dich. Oh nein, Sebastian! Bob, was sollte das? Ja, genau, Bob, was sollte das? Warum warst du mit einem Schlauchboot und einer Schaufel im Schwimmbecken unterwegs? Ja, ich dachte, das ist eine schlaue Idee. Ich wollte das Becken sauber machen und so kam ich von der Mitte aus überall ran. Aber ich wollte den Jungen nicht ausnocken, wirklich. Das war ein wirklich unnötiger Unfall, Bob. Du holst jetzt einen Krankenwagen und danach will ich dich nie wieder mit einem Schlauchboot und einem Spaten in der Nähe des Schwimmbeckens sehen. Hast du mich verstanden? Ja, ja, natürlich. Verstanden, Fräulein Bademeisterin. Ha, endlich Pause. Mann, war das heute schon ereignisreich, oder? So viele Unfälle. Und zum Essen bin ich heute auch noch nicht gekommen. Ja, ja, absolut. Die Pause haben wir uns echt verdient. Oh, Moment. Ja? Hallo? Ah, hallöchen. Hier ist Bob der Bademeister aus dem Schwimmbad von Pandido City. Wir brauchen sofort einen Krankenwagen. Ein kleiner Junge ist ohnmächtig. Oh, hallo Bob. Was sagst du? Ein Kind ist ohnmächtig. Oje, oje. Alles klar, wir machen uns sofort auf den Weg. Tja, ein Kind braucht unsere Hilfe. Die Pause muss wohl warten. Natürlich. Los geht's. Und Abfahrt. Da sind sie, da sind sie, sie kommen. So, da sind wir schon. Was ist passiert? Fragt am besten nicht warum. Naja, der Junge war im Wasser und hat eine Schaufel auf den Kopf bekommen. Und seitdem ist er ohnmächtig. Was, er hat eine Schaufel an den Kopf bekommen? Wie geht das denn? Und er ist ohnmächtig. Na gut, dann würde ich sagen, wir verlieren keine Zeit, wir brauchen die Trage. Und dann sollten wir ihn untersuchen. Sicher ist sicher. Nicht, dass er eine Gehirnerschütterung hat. So, komm Kleiner, auf die Trage und hepp. So, und jetzt auch in den Wagen mit dir. Hey, hallo, was ist denn hier passiert? Oh, hallo Kleiner. Ach, hier ist ein kleiner Unfall passiert. Ist aber nichts Schlimmes, brauchst du keine Sorgen machen. Wir bringen ihn jetzt zur Untersuchung in die Kinderklinik San Playmo. Oh, du hattest einen Unfall, hm? Sag mal, dann bräuchtest du doch deine Badehose im Prinzip nicht mehr, oder? Könnte ich die haben? Ich habe meine verloren. Hey, was machst du denn da? Lass den Jungen in Ruhe. Aber, ich brauch so dringend eine Badehose. Aber doch nicht von ihm. Na los, verschwinde. Aber, Menno. Gut, dann wollen wir mal ab zur Kinderklinik. Und Abfahrt. Oh,
ein Unfall. Sehr gut, da wird garantiert niemand auf mich achten. Ah ja, hab ich's mir doch gedacht. Keiner zu sehen weit und breit. Gut. Aha, aha. Immer noch keiner zu sehen. Gut, dann werde ich mir jetzt mal diese Kasse hier schnappen. Hallöchen. Verkaufen Sie Badehosen? Was? Was? Hau ab. Los, verschwinde. Ich arbeite hier nicht. Aber Sie sind doch hinter der Theke. Ja, das mag sein, aber ich arbeite hier trotzdem nicht. Los, verschwinde. Außerdem gibt's ja eh keine Badehosen, siehst du doch. Hey, du. Hä? Hey, was machst du da in meinem Laden? Finger weg von der Kasse. Oh, ich wurde erwischt. Egal. Her hier und weg. Hey, Dieb. Bleib stehen. Halt, stopp! Halte den Dieb! Meine Bademeisterin hat gesagt, sie will mich nicht mehr mit einem Schaufel oder einem Gummiboot in der Nähe des Beckens sehen. Aber von einem Besen hat sie nichts gesagt. Stopp! Halte den Dieb! Was? Was ist das für ein Dieb? Los, weg da! Weg da! Oh Mann, was war das denn? Bob, halt ihn auf! Er hat die Kasse geklaut! Ach was, wirklich? Oh, du mieser Dieb. Na warte, nimm das, das und den und das. Hör auf, mich abzuschrubben. Das geschieht dir recht. Aufhören, Hilfe, stopp. Tja, das hast du nichts davon, wenn du keine Badehosen verkaufst. Ja, hallo? Ist da die Polizeizentrale von Bandido City? Ich melde einen Dieb im Playmobil Schwimmbad. Wir haben ihn festgesetzt. Bitte schicken Sie sofort eine Streife vorbei. Alles klar, wir schicken sofort einen Wagen los. Johnny, du bist hiermit verhaftet. Oh Mist, mein Plan war so gut. Tja, du, das sehe ich anders, ne? Am helllichten Tag eine Kasse zu klauen, ist überhaupt nicht gut durchdacht. Ach, was du nicht sagst. Herr Wachtmeister. Hm, ja? Herr Wachtmeister, jemand hat mir meinen Rucksack und meine Badehose geklaut. Können Sie bitte eine Fahndung rausgeben? Eine Fahndung nach einer Badehose? Nee, das tut mir leid, Kleine. Sowas machen wir nicht. Johnny, hast du was damit zu tun? Nein, ich habe keinen Rucksack und auch keine Badehose geklaut. Was soll ich denn damit? Tja, damit wäre das wohl auch geklärt. Junge, hast du es mal im Fundbüro hier versucht? Das Fundbüro? Ist gar keine schlechte Idee. Wer leitet das hier denn? Ich verwalte das Fundbüro. Komm mit. Also, hier lagern alle Fundsachen aus dem Schwimmbad. Schau ruhig mal durch, ob du deinen Rucksack und deine Badehose findest. Okay, mache ich. Vielen Dank. Also das hier ist nicht meins. Nein, auch nicht. Auch nicht. Ah, Moment mal. Das ist mein Rucksack. Und das hier, das ist meine Badehose. Ich glaub's ja nicht. Bob, was machen denn meine Sachen hier in der Fundkiste? Tja, naja, das lag ganz verlassen in der Umkleidekabine. Darum habe ich sie mitgenommen. Aber die habe ich doch extra dahin gelegt. Ich musste mich doch umziehen. Naja, ist jetzt auch egal. Jetzt habe ich sie endlich wieder. Also, jetzt ziehe ich mich um und dann kann ich endlich schwimmen gehen. Achtung, Achtung. Das Schwimmbad schließt in einer halben Stunde. Bitte verlassen Sie alle umgehend das Becken, ziehen sich um und begeben sich zu den Ausgängen. Achtung, Achtung. Das Schwimmbad schließt in einer halben Stunde. Bitte verlassen Sie alle das Becken. Was? Oh Mann, das ist doch voll gemein. Oh je, das tut mir total leid. Komm am besten einfach morgen wieder. Aber dann häng deine Sachen noch nicht über die Umkleidetür. Sicher ist sicher. Oh Mann, heute war ganz schön was los hier im Schwimmbad, oder? Wenn ihr noch mehr spannende Geschichten sehen wollt, dann abonniert uns doch. Dafür klickt ihr einfach links oben auf das runde Panda-Logo. Und wollt ihr direkt weiterschauen, klickt auf eins der beiden Videos hier rechts im Bild. Na dann, Leute, macht's gut.